Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins Discovery Tour. Wir sind heute als ägyptische Frau hier unterwegs am alten Tempel in Siwa und wir werden gleich was über die ägyptische Medizin lernen, hoffe ich. Ja, drei Stationen haben wir. Lerne die altägyptische Medizin mit ihrer typischen Mischung aus Magie und Wissenschaft kennen. Dauert auch nicht lang. Willkommen bei Medizin im alten Ägypten. Dankeschön. Die Untersuchung von Mumien zeugte von fortschrittlichen medizinischen Eingriffen und detaillierte Aufzeichnungen beschreiben Diagnosen und anschließende Therapieverfahren. Eine der ältesten chirurgischen Studien ist der Papyrus Edwin Smith. Das erste Dokument, in dem eine Verbindung zwischen einer Verletzung des Gehirns und kognitiven Problemen hergestellt wurde, wie zum Beispiel Störungen des Sehsinns und Lähmungserscheinungen nach einer Kopfverletzung. Als Anästhetikum nutzte man in Essig eingelegte Steine aus Memphis. Warum? Was haben die für Substanzen enthalten? Das würde mich jetzt schon mal interessieren, wie das funktioniert hat. Ein medizinisches Gefäß, da steht bestimmt ganz genau drauf, was damit zu machen ist. Ich kann leider keine Hieroglyphen lesen. Der ein oder andere von euch wahrscheinlich auch nicht. Ein weiteres ähnliches Dokument ist der Papyrus Ebers. Ein über 20 Meter langes und 30 Zentimeter breites Schriftstück. Es beschreibt 48 chirurgische Eingriffe und in 877 Abschnitten unterschiedlichste Krankheiten. Neben durchaus präzisen wissenschaftlichen Erkenntnissen hält der Papyrus auch über 700 magische Formeln und Zaubersprüche zur Bekämpfung von Dämonen und Krankheiten fest. Dies beweist, dass die alten Ägypter an ein Gleichgewicht zwischen Religion und Wissenschaft glaubten. Das hört sich doch schon recht fortschrittlich an, in der Tat. Wenn man mal bedenkt, dass von wann ist das Ding? Wahrscheinlich schon knappe circa 1500 vor unserer Zeit, also 3500 Jahre alt. Krasser Scheiß. Die nicht so verzierte Form von Hieroglyphen, ne? Also Schreibschrift, nicht die wunderschöne Prachtschrift, die man in Pyramiden, Tempeln und so weiter findet. Man kann die Symbole erkennen, sehen aber deutlich anders aus, einfach auch, weil sie monochrom sind. Heilzeremonien wurden sowohl von Ärzten als auch von Priestern durchgeführt. Die Ärzte in kleineren Siedlungen hatten neben ihren medizinischen Aufgaben oft noch einen anderen Beruf. Ein Heilmittel gegen Erblindung wurde aus fermentiertem Honig, Ocker und Kajal hergestellt. Tatsächlich ist wissenschaftlich belegt, dass Honig entzündungshemmend und Ocker abschwellend wirkt. Aber alles Wissen reichte oftmals nicht aus. Ramses II. Starb an einer durch eine Zahnentzündung verursachte Infektion. Oh, das ist natürlich bitter. Wobei die Ägypter auch später dann zumindest ganz gute Zahnärzte hatten. Ne? Also die waren da in Sachen Medizin wirklich, wirklich fortschrittlich. Richtig cool eigentlich. Wahrscheinlich über Generationen, Jahrtausende aus Erfahrung einfach weitergegeben. Ölkästchen. Tja, und damit haben wir diese sehr kurze Tour auch schon beendet. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Mir hat sie Spaß gemacht, muss ich sagen. Fand das sehr schön, sehr interessant auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und da beschäftigen wir uns, glaube ich, mit Mumien. Also macht's gut, bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.